Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück. Wir spielen wieder Death Door und ja, haben ja alle Schlüssel gefunden hier unten und gehen jetzt mal direkt rein. Nimm dich in Acht, Leben der Schnitter. So, jetzt geht das richtig los, jetzt geht der Dungeon richtig los. So, jetzt holen wir uns erstmal nämlich unsere Fähigkeit. Das heißt, wir kämpfen gleich wieder gegen so eine goldene Truhe, wie diese hier. Und wie wir wissen, schnappt sie uns wieder. Und wir sind am Arsch. Ups. Bin ja mal gespannt, gegen was wir diesmal antreten müssen. Hab hier mal wieder. Nein! Verdammt. So. Oh, verdammt. Nee, falsche Richtung. Jetzt aber. So. Mist. Was kann ich tun? So, der noch gekillt. So. Und die letzten hier. Oh. Komm her. Okay. Hier ist ein bisschen härter als gedacht. Oh. Oh, fuck, wie schnell ist er denn? Wahnsinnig schneller Ritter, muss man sagen. Wir schauen nochmal. Oh, wir tun natürlich nochmal. Fieses Teil. So, versuchen einfach alle Leben zu behalten. Oh, nee, das ist nicht euer Ernst. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt muss es doch irgendwie klappen. Ab hier. Oh. Fahr weg.
so die letzten Filme. Ja, der kommt jetzt noch. Oh, fuck. Ich glaube, wir sollen nicht vergessen. Ich bin gut so. Gute Taktik. Ja, schon mal tot. So, das Schwerste, ne? Oh. Wie jetzt ein Bastard. Oh. Oh, was ist denn? Alter, ist der fies. Oh. Okay. Oh. Erledigt. Gut oder schlecht, weiß ich jetzt nicht, aber wir haben es geschafft. Und daher kriegen wir noch ein neues Geschenk, das bei unserer Reise helfen wird. Ein Geschenk von Krähe zu Krähe, das bei deiner Mission helfen soll. Bin gespannt, was es diesmal gibt. Was haben wir bekommen? Hakenschusszauber erhalten. Ah, okay. Da können wir uns jetzt rüberschwingen von diesen Kreuzen, behaupte ich mal. Das muss es sein. Beziehungsweise eventuell auch so. Ja, geil. Das ist doch cool. Achso, Leute. Hier runter gehen. Yes. Kurz lesen, was hier im Journal steht. Dies scheint das zurückliegende Journal eines Schnitters zu sein. Die Beseitigung der alten Türen hat meine Untersuchung des Verschwindens von Schnittern in der Region zensiert erheblich behindert. Dieser ganze Prozess des Übergangs zum neuen System ist ein einziger Albtraum. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass viele Kollegen in dieser Region tätig waren, als die Anordnung erfolgte, sie einfach abzuschneiden. Noch bedenklicher erscheint es mir aber, dass jede aktive Erntemission in dieser Gegend ebenfalls aus dem System entfernt wurde. Irgendwo da draußen gibt es eine Seele, die nicht rechtzeitig geerntet wurde.
Das kann nur in einer Katastrophe enden. Wir alle wissen doch, was mit Seelen passiert, die ihren Todespunkt überleben. Nein, ich weiß es halt noch nicht. Aber wir werden es rausfinden. Das Geile ist, ich brauche keine Magie hier für sich, oder? Was natürlich cool ist. Bin ich wieder am Anfang hier. Das ist da, wo wir am Anfang gekommen sind und wie wir auch da reingekommen sind. Okay. Steht er hier draußen? Keiner weiß, was Neues. Dieser Vaga rechnet damit, dass hier bald etwas Großes passiert. Weißt du vielleicht was davon? Ja, aber ich sag's dir nicht. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zurück zu einer Mission. Aber wir können uns einfach mal hier gucken, ob wir noch ein paar Sachen lernen können. So. Ich nehme ein bisschen Stärke. Stärke ist immer gut. Quatsch, bin ich zum Froschkönig. Das war jetzt totaler Quatsch. So. Ah, da komm, ach Quatsch, da komm auch nicht hin. Hey, wo war denn diese andere Tür jetzt? Bin ich gerade irgendwie verwirrt? Oder nicht? Ja. Gut. Burg Schlüsselstein und hier ist der gestrandete Seemann. Wir müssen zur Burg Schlüsselstein. Ab hinein. So. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten zu gucken, wie wir diese nutzen. Huch. Ich weiß gar nicht mehr, wo was alles ist, aber wir gucken mal. Aber da können wir auf jeden Fall rüberkommen, um Schlüssel zu bekommen. Und das geht ja nur von da aus. Gehen wir hoch. Rein. Okay. So. Das war der Schlüssel. Hui. Aber wir müssen gleich mal gucken, ob es nicht noch mehr Sachen gibt hier, die wir gesehen haben, die wir jetzt mit diesem Enterhaken erreichen können. Bin mir nicht mehr so sicher. Ne, hier brauchen wir nicht hin, oder? Hier brauchen wir nicht mehr. Nur die, genau. Ah, okay. Eigentlich kommen wir noch nicht durch. Da brauchen wir, glaube ich, noch irgendwie einen Zugang für. Ah, hier kann ich Design sammeln. Aber raus komme ich hier noch nicht. Dumm. Na gut. Die geht auch nicht raus, okay. Okay. Noch geht's hier nicht weiter. Aber wir sind schon mal auf der richtigen Weg hier. So, gucken wir uns die anderen Sachen auch nochmal an. Was anderes hier finden. Ja, hier hat man nur die Sachen befreit. Okay, gucken, hier drin was ist. Ah, guck mal, komm hier wieder rüber jetzt. Schalter für eine Leiter. Eine Abkürzung wird es da wohl sein. Perfekt. Ne? Da geht irgendwas hoch. Da unten ist schon eine Leiter versteckt. Na
komme auch nicht ganz hoch. Okay. Kann ich von hier vielleicht den Schalter hinten treffen? Bestimmt, ne? Guck mal. Jetzt müsste es doch passen mit dem Enthaken da drüben. Aber gut. So. Hier wieder. Okay, das war dumm. Warte, nochmal. Müssen wir da hinten hin? Oder war das auch nicht so dumm? Musst du mal drüber rüber schießen. So. Hier kommt der hoch. Kann ich mal hier bis drüber kommen? Nein? Das ist zu hoch, ne? Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt aber. Hm. Wenn wir alle gehabt haben, oder? Ja, genau. Gut. Kleines Schalterrätsel. Lockert die Stimmung auf hier. Ein bisschen zumindest. So, einen Schlüssel haben wir dafür. Ich mal gucken, ob hier noch was ist. Wow. Wow. Wird ziemlich schnell sein. Hier liegt Lord Schuhriegel, der vierte im Geschlecht der Türlords. Seine Herrschaft war düster, förderte aber die Effektivität der Schnitter. Ein anmaßender Regent, dem es wichtig war, die Ordnung zu erhalten und der die Forschung nach anderen geeigneten Formen der Lebensverlängerung finanzierte. Das ist ein netter Typ. So, das zweite Licht sein. Es fehlen uns noch zwei Lampen. Die müssen wir noch anmachen. Gut, dass wir hier längs gegangen sind. Sonst hätten wir diese Lampe nicht anmachen können. Mein Leben war kein leichtes. Das Gleichgewicht des Universums war meine Verantwortung, meine ganz allein. Der Lord, der mich erschaffen hat, faselte gern von Schicksal und das ins Zweck. Da sein Zweck, Entschuldigung. Aber nicht das Schicksal hat mich an die Tür des Todes gefesselt, sondern mein Pflichtbewusstsein. Niemand anderes konnte die Aufgabe übernehmen, Leben und Tod zu überwachen. Also habe ich es mir auferlegt. Ich habe so lange wie möglich durchgehalten und sogar mein Leben über die Grenzen hinaus ausgedehnt, die mir der Tod dieser bedauernswerte Anachronismus voranschreiben wollte. Als meine Zeit endlich abgelaufen war, missachtete mein Nachfolger alles, was ich ihm beigebracht hatte. Ich fürchte, seine Herrschaft hat das Gleichgewicht zerstört, das ich so gewissenhaft aufrechterhalten versuchte. Er hat mich wirklich schwer enttäuscht. Geistige Größe hat ihren Preis, Krähe. Und wahre Größe kann dich sogar deine Seele kosten. So, bevor ich da runterhopfe in dieses Loch, gehen wir erstmal wieder zurück, wenn das geht. Los geht's. Nee, ich kann nicht wieder zurück hier. Das ist ja blöd. Muss ich tatsächlich wieder runterspringen, okay. Weil da gab es noch den anderen Weg, wo wir den... Oh. Wie geht's denn hier hin? Ah, okay. Super Abkürzung und wir können auch hier durch, oder? Ich bin jetzt nicht so schlimm, klein Viecher. Da ein kleines. Du hast eine Art unterschriebenen Vertrag gefunden. Wie aufregend. Gehen wir, was sieht hier nicht? Toll, jetzt müssen wir hier das Schlüsselding finden, ne? Hm.
gut. Gut, dass wir die Abkürzung haben. Direkt durchgehen. So, gerade eben sind wir den Weg gegangen. Jetzt gehen wir natürlich hier und machen die Tür auf. So, ja, okay. Oh, okay, trifft er mich da. Das ist natürlich blöd. Nein. Ach, der hat mir besiegt da unten, das ist ja gut. So. Noch ein Licht. Fehlt das letzte noch. Was sagt er denn zu mir? Liebes Kind, sieh nur, oder was unser Chaos in dein Leben angerichtet hat. Ich war nie ein Anhänger der Idee, den Ablauf von Leben und Tod zu reglementieren. Jeder Lord erschafft den eigenen Nachfolger vor seinem Tod und erklärt ihm den Weg des Lords. Mein Schöpfer, der Lord, der vor mir kam, hat mich in dieses System eingebunden. Ich konnte nichts tun, außer zu versuchen, die Welt so fair wie möglich im Gleichgewicht zu halten. Ich versuchte, mein Bestes, um den Lebenden gerecht zu werden, vor allem den Krähen, die man in etwas hineingezogen hatte, was nicht in ihrer Natur lag. Mein Kind, falls ich die Gelegenheit bieten sollte, diesen Kreislauf zu beenden, wäre es das einzige Richtige für das Universum. Mein Leben war zu kurz, um diese ultimative Erkenntnis zu erlangen. Aber ich hege die Hoffnung, dass andere von selbst drauf kommen. Okay. So, wir können auch theoretisch wieder hier rausgehen, ne? Laufen hier. Den habe ich gar nicht mehr gerechnet. Gut, also wir müssen jetzt gucken, dass wir noch irgendwo längs kommen, wo wir irgendwas machen können. Hier vielleicht. Mal da zum Beispiel. Können wir überhaupt die Seelen holen da drüben? Nein. Kann ich die Seele noch einsammeln? Nee. Das ist schade. Okay, hier gibt's gar nichts. Also wo kann das letzte Lichtlein sein? Gehen wir hier mal noch hoch. Doch, bringt doch was. Siehst du, das grüne das Ding. So. Irgendwo gab es da noch einen Weg, war noch irgendwie klar. Okay. Ist noch so ein Rätsel? Hier ist der letzte, den wir machen können.
Die letzte Lampe, jetzt müsste es gleich auf sein in der Mitte. Da ist der Fahrstuhl. Sehr gut. Gut. Reden wir ihm nochmal hier. Sei gegrüßt, junger Schnitter. Deine Anwesenheit hier stellt alles in Frage. Sie deutet darauf hin, dass die Kette der Ereignisse, die mit der Erschaffung der Tür des Todes ihren Anfang nahm, das Universum an den Rand einer großen Katastrophe geführt hat. Andererseits, sie ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Aktionen sich nun selbst korrigieren. Leben ist nur die Selbsterfahrung des Universums. Und da das Universum allen Dingen das Gleichgewicht anstrebt, handeln wir, die wir dazugehören, alle so, dass dieses Gleichgewicht erhalten bleibt. Bleib deinen Weg treu, junger Schnitter. Ich spüre einen Sieg in deiner Zukunft. Super. So. Jetzt hier raus. Ja. Und ab hinein in die Mitte. Mal gucken, was uns da erwartet. Ach, das geht nach oben. Ich hätte natürlich jetzt gedacht, es geht nach unten. Aber es geht tatsächlich nach oben. Wo waren wir? Kann ich die auch kaputt machen, die großen Berge hier? Sehr gut. Alles einsammeln, was keine Miete zahlt, wollte ich gerade sagen. Entschuldigung. Was steht denn da? Hier geht es zu unserem Lager. Schau doch mal vorbei. Schau es mal hier vorbei. Obwohl, nee, schauen wir vielleicht erstmal im Lager vorbei. Macht vielleicht mehr Sinn, ne? Frage, was für ein Lager es hier gibt, ne? Wir haben das Lager schon leer geräumt, hier kann das sein. Auch nicht, man weiß nicht. Kann ich das hier anmachen? Sonst? Okay. So, kleine Krähe, ab nach oben. Gucken wir mal, was hier oben noch zu finden ist. Ein Lager vor allen Dingen. Bin schon gespannt auf das Lager. Wie kommt. Na, keiner fragt mich gerade nicht, wie da hochkommt. Aber irgendwie kommt man ja da hoch anscheinend. Aber das ist nicht. Okay, hier haben wir noch keinen Schlüssel. Fällt mir denn hier irgendwo? Na, hier ist das Lager, okay. Willkommen im Lager der freien Krähen, alter Freund. Wir wussten, dass du irgendwann hier eintreffen würdest. Selbst wenn man dich ab und zu in die richtige Richtung schubsen musste. Wir sind eine Gruppe von Freidenkern, welche Konzepte des Lords der Türen ablehnen. Wir wollen keine unnatürliche Unsterblichkeit, denn wir müssen mit unserem Leben bezahlen. Wow, zu ewiges Leben, wenn man die ganze Zeit nur ein Sklave ist. Nicht mit uns, aber wir lieber frei leben und frei sterben. Also mach dich auf, klettere noch höher, besiege das Untier auf den Gipfel des Berges und hol dir seine Seele. Ach ja, bevor du aufbrichst, solltest du aber gut vorbereitet sein. Denk dran, bei uns bist du jederzeit willkommen. Okay, nimm mal einen Schlüssel mit hier. Die verheißene Krähe, es ist eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Du bist auf deiner Reise auf unsere Schreine gestoßen? Sieht so aus, als müsstest du noch 15 Schreine finden. Die helfen dir gewiss auf deiner Reise und im Kampf gegen das Untier oben auf dem Berg. Okay, ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Schrein gefunden, oder? Na gut.
Puh, das geht hier. Puh, ja, ganz schön steil bergauf. Mein Blasebalg ist tüchtig am Pfeifen. Aber du bist sicher voll begeistert, oder? Ich meine, eine Krähengeheimbund hier oben im Gebirge, wer ahnt denn sowas? Und sie kennen so viele ihre Geschichten über das Leben hier oben, vor allem über das Zottelbiest da oben auf dem Berg. Dieses Abenteuer gibt mir so viel Inspiration. Mein nächstes Lied wird bestimmt das Tollste, das ich je verfasst habe. Und ich habe schon mindestens 5 geschrieben. So, guck mal hier. Bitte? Also wir gehen zum Untier, aber ob es hier noch irgendwas anderes gibt hier, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Pass mal auf. Das könnte ich anmachen, kann ich gar nicht. Oh! Das ist wohl schon glatter, wa? Monsterglatt. Oh, triff ich einfach hier. So ein Scheiß. Wie sollen wir das denn schaffen? Boah, das kann man. Muss ja monsterschnell sein. Oh, warte mal. Das muss ich mal probieren. Das muss schaffbar sein. Oh, komm schon. Geklappt. Oh, welche Richtung? Schaffbar. Oder warte mal. Na komm schon. Oh, ist das dumm. Echt blöd, aber ich will's. Jetzt will ich es nicht schaffen. Och Mann! Ja, man kann es schaffen, aber ich bin zu langsam. Tot! Okay. Ist ja blöd. Ich würde es gerne schaffen, musst du geben. Wo geht's denn dahin? Ach, jetzt kann ich das Ding holen, okay. Die wir unten von unten gesehen haben, können wir jetzt holen. Okay, hier kann er mich darüber schießen. Nee, das geht nicht, schade. Okay, dann müssen wir immer hier längs wieder. Warte. Das ist ja. Okay, das ist ja ärgerlich. Das ist ja wirklich ärgerlich.
würde es schon ganz gern schaffen, das kleine Stück da. Ich probiere es noch einmal. Und dann, wenn wir es nicht schaffen, dann gehen wir zum Boss. Okay, das war total dumm von mir. Oh, aber ich muss noch schneller sein, echt, ne? Verdammt schnell sein. Oh, Mann, ey, wie kann man das nicht schaffen? Oh, es ist nicht wahr. Okay, wir lassen es erstmal. Erstmal gehen wir zum Biest. Versuch's nachher nochmal. Nach dem Biest. Aber jetzt nicht. Vielleicht will ich so zu viel Leben da jetzt. Muss auch nicht sein. So. Genau. Ey, wie krank, ey. Das ist echt. Das müssen wir echt schnell sein. Vielleicht muss ich auch ein bisschen meine Geschwindigkeit verbessern. Mit englischen Fähigkeiten. Und dann wird das gehen. So, warte mal. Okay, die alten Wachtürme. Da wo wir links wollen. Gut, da oben sieht man schon, da können wir uns wieder, können wir wieder zu dem anderen Kram kommen. Ja, wir gehen das mal. Und gehen auch direkt durch. Denn. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen stärken vor dem Kampf. Gucken, wo wir landen. Perfekt. Dann holen wir uns schnell noch hier. Was? Ja, möchtest du einen Pickup? Ja, möchte ich. Und zwar, das kostet 1000, das können wir natürlich nicht. Ach, können wir gar nichts, wir können gar nichts machen. Wir haben gar nicht so viel. Ich dachte, wir hätten schon 800. Na, falsch gehört. Vorher gucken, dann machen, ne? Das war ja dumm von mir, ne? Es habe ich nicht absichtlich gemacht. Das war einfach nur Dummheit gerade. Das war wirklich auch Dummheit. Klar. Das passiert leider nichts. Mann. Ich dachte, man könnte es vielleicht anzünden, aber das kann man wahrscheinlich gar nicht. Irgendwie hier links. Ja, hier geht's weiter. Oh nein! Verarschen. Ach nein. Oh. Ärgerlich. Das ist ein echt ganz schön langer Weg immer wieder dahin. Drauf. Ja. Aha. Es reicht echt.
ganz ehrlich. Da jetzt, ne? So. Alle platt. Machen den lieber Platter da rum. Hat er hier runtergehüpft? Ja, anscheinend nicht. Okay. Keine Chance, der Gute. Muss ich rüber, ne? Ah, so. Bam. Wenn hier drüben was ist, weiß man nicht. Ich kann die ja nicht anzünden hier, oder? Bringt nichts, ne? Ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die angezündet werden müssten, aber das bringt anscheinend nichts. Da ist ein Schalter. Okay, da haben wir schon mal eine Abkürzung, das ist schon mal gut. Den ganzen Weg da zurücklaufen. So. Menno, das Wetter hier oben ist aber auch sowas von krass. Der Wind pustet mir echt die Pfeifen durch. Aber so ein bisschen Mistwetter schreckt mich nicht. Schon gar nicht jetzt, wo wir das Biest schon fast riechen können. Wie es wohl aussieht, nach dem, was die Krähen sagen, ist es ja wohl voll das Monster. So richtig haarig und wild. Ich kann es kaum erwarten, zuzugucken, wie du es fertig machst. Hm. Kannst du mir schon mal? Bin mal gespannt. Alter. Nein! Oh, das gibt's nicht. Alles verloren hier, echt. Komplett. Muss ich da runter? Ich weiß es nicht. Ich muss da hin. Darüber kann ich ja schlecht, ne? Da gibt's zwar Wasser, wie komme ich denn da rüber? Kann ja eigentlich irgendwo längs ziehen, wahrscheinlich ja hin längs, aber ich glaube, ich gehe jetzt hier runter. Oh, ich bin langsam echt. Oh, shit. Das ist auch mit das mieseste Level bis jetzt. So, Gott sei Dank haben wir diese Abkürzung freigeschaltet. Wir können hier einfach direkt geradeaus weitergehen. Was gut ist für uns, schlecht für die Gegner.
jetzt auch ein bisschen. Also hier oben wird es schon ein bisschen haariger, finde ich. Also schon ein bisschen. Anspruchsvoller. So. Hier runter. Okay, den haben wir schon gekillt. Ah, Mist. Oh Mann. Oh, komm schon, du Penner. Blödes Feed auch erstmal mehr. Oh. Das Gute ist ja, dass wir die Abkürzung haben. Nein! Boah, das mache ich jedes Mal. Da weiß ich genau, welcher Knopf ist, welcher Knopf Sprung ist und welcher nicht, und ich brauche das nochmal. Ich bin bescheuert. Oh, komm schon! Nicht euer Ernst! Tschüss denn. Okay. Oh, was hat er? Spacko, ey. Danke. So, hier können wir irgendwann noch was einpflanzen. Das machen wir auch. Wir haben ja genug. Die können wir einpflanzen, so viel wir wollen. Passt. Das mochte er, glaube ich, nicht. Der war ihm zu hart, der Schlag.
Sag mal, das reicht. Was ist denn da los, ey, heute? Ganz ehrlich. Du läufst nicht rund hier, du. Warte ich mal ein bisschen. Spacko. Okay, pass auf. Nein, ach Mann. Die ist blöd an der Kante runterfallen. Das nervt echt. Dieser Haken ist schon ganz cool, aber wie oft ich jetzt hier schon runtergefallen bin, langsam mag ich den nicht mehr. Geil, 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 geil. So. Da ist zum Beispiel ein Hebel. Und hier gibt es auch eine Abkürzung, wetten? Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Also, jetzt sterben. Okay. Das war eine Abkürzung, aber bringt uns ja gar nichts. Denn wir müssen ja irgendwie da durchkommen. Na, ach Mann, das mache ich hier wieder. Warum? Aber es muss doch hier weitergehen. Mal runter hier. Hier geht's längst, okay. Gut. Gleich mal auf der Bergspitze sein, oder nicht? Oh, hier ist rutschig. Eis. Oh, geköpft. Oh, hier ist echt scheiße, wie beim Super Mario damals mit dem Eis. Ich hasse Eis. Eissprünge hasst jeder, glaube ich. Was? Bleib doch da. Ich geh hoch. Tschüss. Der Affe. Oh nein. Alter, ich dachte, der bleibt so klein die ganze Zeit. Das bleibt er nicht. Okay, nur noch den haben wir, ne? Es wird nicht besser. Es wird nicht besser, alter Schwede. Hauptsache, ich bin gleich um den Vormatz. Das ist schon hart. So. Okay. Ob es da auch noch irgendwas gibt, ne?
Ne, geht's noch runter. Okay, das war vielleicht dumm jetzt. Was soll ich hier, ne? Okay, das war dumm. Dumm. Ja, das war total bescheuert wieder von mir. So, schnell zurück. Das war wieder eine dumme Aktion. Na gut, nehmen wir jetzt mal hier ein bisschen Leben mit. Also, ich muss sagen, das ist bis jetzt das härteste Level von allen, finde ich. Also mein Empfinden. Nein, oh. Ach, guck mal. Habe ich ein Glück gehabt. Oder what? Ich dachte, ich hätte mir eine Energie verloren. Dann bin ich hier einfach mal so ein paar Seelen. So. Okay, aber jetzt kriegen wir das hin. Zum Eisschlitter müssen wir echt mal aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Ansonsten ist das eigentlich gar nicht so schwer. Ach komm schon. Ehrlich. Alter. Gott sei Dank erwischt. So. So, die haben auch erwischt. Oh, jetzt müssen wir unten links gehen. Okay. Hm. Ich glaube, dieser ein großer Typ noch, glaube ich. Sehr gut. Jo. Yes. Uha. Okay, jetzt die letzte Tür, die wir aufmachen. Anscheinend. Sehr gut. Was wird hier? Dankeschön für den Proviant. Ja. Ich mag hier gar nicht runtergehen, aber ich muss wahrscheinlich. Die sind fast einfach zu liegen. Kommt mir so vor. Wenn das hier bei auf dem Eis.
noch ein paar Türen mehr. Nein! Oh, oh nein, falsche Richtung! Ja, blöd. Kurz mal Munition da oben holen. Oh. Einer ist weg. Ach Gottchen, das ist ganz schön wieder ein langer Kampf hier. Da sind noch kurz da oben. Ich hole noch ein bisschen Munition da oben. Warum fällt ich nicht? So. Hey, ja, ja, jetzt bin ich gerade gefragt, warum ich den nicht treffe. Also, die anderen Sachen waren auf jeden Fall nicht so hart wie das hier gerade, finde ich. So, hier mal was einpflanzen. Und rein da. Nein, nein, noch nicht rein. Ah, warte mal. Draußen noch was gesehen, bevor wir reingehen. Draußen. Ja, das ist hier auch bestimmt noch. Ein little Geheimgang. Ich kann mir schon irgendwas machen nachher. Ich weiß nicht was, aber irgendwas kann man da garantiert machen. Gut. So, runter. Runter. Dann gehen wir hier rein. Tschüss da. Da ist es ja. Das muss das Untier sein. Meine Fresse, was habe ich Herzklopfen? Und dagegen willst du jetzt kämpfen? Ich halte mich da lieber raus und mache Notizen für mein Lied. Viel Glück auch. Ich sehe das doch gar nicht. Hm. Oh. Betty. Oh. Oh. Was für ein Untier. Was für ein Untier. So, wir gehen einmal ganz kurz hier zurück und gucken, ob wir da irgendwas noch kaufen können. Ich glaube, das können wir nämlich ganz gut.
möchte ich. Und jetzt, guck mal, die Stärke ist ja schon so. Aber wir müssen vielleicht mal diese Fähigkeit größer, stärker machen. Ja. Gut. Was hier unten links? Nein, es war das Falsche. Der gestrandete Seemann. Da wollte ich nicht hin. So. Bettys Unterschlupf. Gut. Probieren wir es mal. Oh. Uiuiui. Oh Mist. Okay, probieren wir es nochmal. Okay. Jetzt rollt er. Ausweichen. 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 Oh. Nein, warum kriegt er mich denn da? Oh oh. Oh. Oh, Salat. Mann. Alter Schwede. Die nervt aber auch die Betty hier. Wow, 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 jetzt kommt die wieder berollen. So. Oh. Nein! Dachte, ich hätte sie getroffen. Hat er nicht. Puh. Schmeißt dieses Ding auch runter. Dumm. Oh oh. Okay, oh, verdammt, Axt. Oh, verdammt. Ist auch fies, das Ding. Wow, das war's für Betty. Okay. Jetzt haben wir alle drei.
Seelen. Mal sehen, was passiert. Wir haben uns heute versammelt, um das Ableben von Betty zu betrauern. Manche haben sie als Göttin verehrt, andere fürchteten sie als wildes, unzähmbares Untier. Und einige wenige haben sie als strahlende Schönheit geliebt. Viele Lebensalter lang hausten sie auf den Gipfel des Berges, großzügig verteilte sie Haare und tödliche Nackenschläge. Jetzt darf sie ruhen. Senkt das Haupt im Gedenken, erweist ihr die letzte Ehre. Ihre Zeit in dieser Welt ist vorbei. Ja. Gut, warte mal, kann man hier noch irgendwas finden? Was für ein geiles Abenteuer war das denn? Voll spannend bis zuletzt. Betty und das Untier waren also dieselbe Person. Ich krieg mich nicht mehr ein. Aber der Trunkenbold beim gestandenen Seemann, war der dann allen Ernstes in das Monster verknallt? Heieieiei. Irgendwie tun die mir jetzt beide leid. Mausetot oder mit gebrochenen Herzen. Was ist wohl schlimmer? Das ist ja beides so tragisch. Ja. Aber es ist spitzenmäßig Material für ein Lied, was? Ich fange sofort an zu schreiben. Komm zum gestandenen Seemann. Wenn es fertig ist, dann singe ich es dir vor. Der Zorn einer weiteren dämonischen Seele ist verraucht, Schnitter. Möge sie im Tod ihren Frieden finden. So, jetzt haben wir alles. Dann geh erstmal hier rein. So, jetzt haben wir alle. Das ist die Frage, was wir jetzt vorhaben. Wie viel haben wir denn jetzt an? Guck mal, können wir auf jeden Fall ein bisschen was verstärken nochmal. Würde mich mal die Geschwindigkeit nochmal ein bisschen huschen machen. Das kostet 1000, okay. 800. Da, man könnte doch die... Ah, okay. Ist auch nicht verkehrt. Wer diese Weise so erreicht, der schnell ein höheres Grundtempo kann schneller ausweichen. Und die Wartezeit beim Ausweichen wird verkürzt. Ah, es ist so schwierig. Ich glaube, ich nehme trotzdem erstmal das hier. Man. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall ja zurück. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier zurück zum verlorenen Friedhof. Zum Seelenhain. Ja, zum verlorenen Friedhof. Nein, zum Seelenhain. Ich glaube, ich bin wieder verkehrt. Jedes Mal, das habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht, ne? Blöd, also natürlich zum Friedhof und hoch zur Krähe müssen wir kommen, um hier die drei Schlüssel darzubieten. Das machen wir auch, machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da, falls nicht auch. Und abonniert es, egal ob ihr es mögt oder nicht. Das wäre super, ich würde mich tierisch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.